Jo, hallo Leute, ich bin frisch gestärkt, ich war gerade voll frühstück und so. Und gib dein Bestes dort draußen, aber klaro, Steuermann. Ich bin nämlich der Steuermann, ich gebe nicht nur mein Bestes, ich werde sogar das Beste rausholen. Und wir haben eine wunderschöne Galaxie, die vor uns liegt. Wer erinnert sich, oh Moment, ah, wir hatten noch einen Kometen. Okay, die wunderschöne Galaxie, die vor uns liegt, die liegt gleich vor uns, denn wir müssen erst einen Kometen erledigen. In der Funzelblitz-Galaxie. Oh, der Funzelblitz. Der blitzt uns alle weg. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Weil ich überhaupt keine Ahnung mehr habe. Die Octo-Armee der finsteren Seite. Was? Ah, ja. Das war nicht schön. Ich glaube, das war nicht schön, ne? Obwohl, ging. Wo ist denn der Stern? Was sagt er denn? Ach, mach sie alle fertig. Das ist meine Mission. Das wiederum ist gar nicht so schwer. So. Einen vergessen? Ne. Wir haben ja Zeit, um noch ein bisschen zu philosophieren. So. Alles klar. Ja, das ist easy, Leute. Ich sag es euch. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist ja mal mega einfach. Also, ich weiß nicht, wo hier ein Problem sein soll. Außer vielleicht ein Problem in der Zeit. Oh. Jetzt ist es mega einfach. Einfacher geht's ja schon gar nicht. Fertig! Nice! Also mit dem Yoshi war das jetzt richtig einfach, weil der Yoshi den natürlich alle weglecken kann. Danke! Dim, 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 Mario! Nice! Das war easy. Das war richtig easy. Alles klar, erste Mission hier also in diesem Part sehr gut erledigt. 2,5 Minuten gebraucht. Easy. Also da muss man sagen, wenn das so weitergeht in dem Part, dann holen wir noch 3 Sterne. Glaube ich allerdings nicht, denn jetzt, meine lieben Freunde, kommt eine Galaxie, deren Grausamkeit von keiner anderen übertroffen werden kann. Deren absolute Grausamkeit wirklich nicht übertroffen werden kann, denn ich hasse sie. Trümmer-Tornado-Galaxie. Aber wenn wir hier tatsächlich den Tempokometen treffen, dann heul ich. Ich hoffe, bitte nicht den Tempokometen. Nein. Beeilung. Nein. Bitte nicht. Oh. Buddha. Bruder Buddha, wo bist du nur? Ich brauche deine Hilfe, Bruder. Bruder Buddha. Ja, in der Tat. 20 Sekunden bleiben uns. Naja, eigentlich dürfte das aber gar nicht so schwer sein. So. Denn wir sind ja schnell da. Guck mal, 20 Sekunden, ne? So, passt auf. Und ich renn durch. Guckt euch das an. Fuck! Scheiße. Genau an der Grenze. Okay, das ist jetzt aber... Das ist jetzt ein bisschen die Frage. Weil wir waren... Wir sind jetzt schon... Ah, Moment. Ah, so. So wird das Ganze natürlich noch wesentlich interessanter und wesentlich einfacher, by the way. Danke! Mein Gott, ey. Boah, guckt euch an. Da ist er richtig down, der Junge. Naja, gut. Nein, nein, ich bin Game Over. Moment mal. Das war so nicht eigentlich... Moment mal. Das war...
Nee, nee, nee. Okay, Luba, dann spreche ich mal mit dir. Okay, also ich sag, na doch, doch, doch. Ach, Toad, scheiß mal auf dich. Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir leid, Toad. Ich wollte nicht so böse sein. Aber, nee, nee, ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund sollten wir das hinbekommen, dass, wie heißt es? Dingens. Ach, Herr Jemine. Ja, dass ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden habe. Das Timing ist noch nicht ganz optimal. Aber ich sag's euch ganz im Ernst, ich werde nicht so wie damals in dem Let's Play an dieser Stelle hier verzweifeln und abkacken. Das könnt ihr vergessen. Ja. Nur bereits jetzt habe ich schon ein Timing-Problem. Richtig gut, TT. So, okay. Danke! Ich habe ein fucking Timing-Problem, Leute. Das ist mein Problem. Man kann da so schnell durchrushen, ne? Ich frag, es gibt bestimmt Super Mario Galaxy 2 Speedruns. Frag mich, wie die das machen. Aber hier muss ich doch warten. Anders kriege ich das doch gar nicht hin. Ich frag mich echt, wie Leute, die das Speedrun machen. So, das hier ist perfekt. Das hier auch. Nee! Ich hätte doch einfach nur darunter gehen müssen. Das war perfekt vom Timing her. Ich wusste nur nicht, was ich machen soll. Fuck. Okay, das war wirklich perfekt vom Timing her. Ich glaube, ich habe jetzt gleich, bin ich schon wieder Game Over, ne? Weil ich Dingens nicht mitgenommen habe. Mann! So kann man nicht gewinnen, verdammte Scheiße, Alter. Nee, so geht das nicht. Kacke. Komm jetzt, ich brauche doch wieder so ein Buddha. Nein, boah, trödel rum. Trödel richtig heftig rum, TT. Ja, na, nice. Nee, boah, ich wollte ihn mitnehmen und boah, Alter, schlecht. Schlecht, TT. So, komm jetzt hier. Wenn ich jetzt gleich wieder irgendwann merke, dass ich Silbersterne brauche. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Oh mein fucking Gott. Wie funktioniert das denn schon wieder? Wie kann man denn... Boah, er ist nicht richtig gesprungen. Ne? Habt ihr ja wohl gesehen. Fuck. So, den brauche ich jetzt aber dringend. Okay, jetzt aber, Leute. Komm schon, bei der Kraft von Greymine. Buddha, Buddha. Yeah, Nummer 1. Yeah, Nummer 2. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja, geschafft. Easy going. Und das hätte ich beim ersten Mal schaffen können. Und was mache ich? Nur Scheiße, weißt du? Nur Scheiße mache ich. TT, Alter, du scheiß Noob. Dim, 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 Mario. Oh, nee, es ist so geil, das Spiel. Ja, also das hätte ich wirklich eigentlich schon beim ersten Mal... Es war mit der Taktik, so wie ich das gemacht habe, war es ja eigentlich nicht schwer. Der Knackpunkt war dieses eine Ding da, weil ich einfach zu blöd dafür war. Okay, 114 Sterne, 6 fehlen noch. Ey, was hast du da? Warum hast du einen Luma im Kopf? Was soll das? Und wir haben, glaube ich, jetzt hier noch ein... Wo fehlt? Da fehlt aber irgendwo noch was. Irgendwo muss noch ein Komet fehlen, ja. Nun gut, so, gehen wir mal rein. Die intergalaktische Bossparade. Und das, meine lieben Freunde, das ist die Sache, von der ich eben sprach. Und das ist im Kometen auch ganz besonders schön, denn da darf man dann alles mit einem Energiepunkt machen. Richtig, Entschuldigung, dass ich so sage, richtig behindert. Habe ich jetzt schon keine Lust mehr drauf. Wenn ich jetzt schon daran... Habe ich keine Lust mehr drauf. Wie ich jetzt schon merke. So, okay, wir sind also zuerst mit Mother-Pflanzenmenschen dabei. Ja, Mother-Pflanzenmensch. So, und überlegt mal, wir müssen das mit einem machen. Mit einem. Mit fucking... überlegt euch das, mit einem Energiepunkt. Das ist voll krank. Also ich meine zumindest, dass man das mit einem machen musste. Kann auch sein, dass es mehr waren.
Oder nur ein bestimmter Gegner. Aber ich meine, oder der Drache? War der Drache hier auch? Nee, der Drache, komm, hör auf zu trollen, der Drache war hier nicht. Ich hoffe, der Drache war hier nicht. Das wäre nämlich mein Tod. Wenn der Drache hier war, dann wäre ich tot. Den würde ich nicht schaffen, den scheiß Drachen. Ist hier jetzt down? Normalerweise hat hier doch noch eine Phase. Ah, okay. Wir machen also heute nur die einfache Phase. Ja, warum nicht? Kann man ja mal machen. So, hier haben wir den nächsten, das ist unser Oktomensch. Und der ist eigentlich einfach. Der sprüht zwar so komische... Das erinnert mich immer an den Oktomenschen von, Mario Galaxy. Nee, nee. Ja, wir sind ja bei Mario Galaxy. An den Oktomenschen von Sunshine, dem man den Korken aus der Nase ziehen muss. Finde ich im Übrigen noch immer einer der absolut lustigsten Gegner, wenn man ihm da seinen Korken aus der Nase ziehen muss. So, aber bei dem hier seht ihr ja, also was macht er? Er holt dann mal diese Dinger da irgendwie. So, und das auch im Grunde war das einzig Ärgerliche, sind diese Dinger, die er dann rausholt. Weil da muss man dann aufpassen, dass man nicht gegen die hüpft. Aber ansonsten auch dieser Boss relativ im Rahmen. Der hier ist jetzt aber allerdings, Leute, der hat es schon wirklich in sich. Denn das ist der fette, fiese Maulwurf von der Maulwurf Company. So, jetzt müssen wir warten, bis er da rauskommt. Dann müssen wir so machen und dann müssen wir ihn einmal schlagen. So, und jetzt ist er nämlich aufgewacht und sagt, was, die Menschheit will mich töten, ich töte dich. Und an dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, weil, ja, 12 Minuten, so wollte ich die Parts ja ungefähr machen. Ansonsten überziehe ich jetzt wieder so maßlos, wenn wir das zu Ende machen. Deswegen machen wir hier einen kleinen Cut, wir erhöhen die Spannung. Ein Cut? Was soll ein Cut sein? Ein Cut? Und sehen uns morgen wieder im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Table Tennis Gamer. Tschüss.